So, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu South Park, direkte Kollege als Reisbrich. Ich habe gehört, du magst Livestreams so richtig doll. Schein deine Spielzeugkiste. Habt ihr das super irgendwas getan? Was? Ja. Nein, das wollte ich nicht. Jetzt ist es schon wieder ein bisschen her. Wartet's mal. So. Begib dich zu Unplanned Parenthood. Wo ist denn das? Ich bin hier. Da muss ich hin. Wo ist meine Spielzeugkiste? Hier. Da gehen wir doch glatt hin. Das mit den Kämpfen ist ja echt schwierig. Aber ich habe den Tipp bekommen, dass ich mich eher aufs Heilen konzentrieren sollte. Da ich eh schon Leute mit dabei habe, die Schaden machen. Ist das? Genau. Nämlich die Geier, dann habe ich hier den Heal. Ich weiß nicht. Soll ich da den AOE nehmen? Moment, vielleicht habe ich da noch etwas, was ich nehmen könnte. Ich glaube, ich nehme einfach Heilsachen mit. Weil meine Verbündeten... Nein, hoppla. Meine Verbündeten sind eh schon alles recht stark. Brauche ich ein Chaos? Also Diabetes, ich muss mir gerade mein Team überdenken. Diabetes lasse ich auf jeden Fall da. Keil. Ich weiß nicht. Twig ist halt der Elementarist. Der kann schocken. Der kann auch heilen. Jimmy macht aber relativ viel Schaden. Bist du jetzt mal schnell? Gehen wir mal Jimmy und bei ihm im Chaos weiß ich es nicht, ob ich ihn behalten soll. Ja, die hat Buffs, die Wendy. Wie viel Leben hat die? Ja, eigentlich viel. Die hat eigentlich sehr viel Leben, die Wendy. Weil der Token zum Beispiel, der ist ja ein Tank. Token ist ja ein Tank, aber der kann halt nicht so viel. Das ist das Problem. Ich brauche irgendwie... Ich brauche Leute mit viel Gesundheit. Und Super Craig... Nein. Dich auch nicht, warte mal kurz. Er hat viel, muss viel Gesundheit, er hat wenig Gesundheit. Ich nehme mal jemanden mit viel Gesundheit. Nehmen wir mal. Wendy hat wieder keine Muskeln. Hat gar keine Muskeln. Obwohl die Muskeln sind eigentlich wurscht, weil das sind nur die physischen Attacken. Ich nehme mal die Wendy mit. Wie schaut es von den Bewegungsradius aus? Okay, da chillen wir meistens. Gut, ich probiere es mal so. Ich hatte im letzten Kampf, also ich hatte generell relativ viele Probleme und ich habe hier ein neues Artefakt bekommen. Lieder zum Fest, ein Weihnachtsliederbuch um das Kommen des Antichristen einzuläuten. Diese scheiß Waldtierchen sind mir sowas von auf die Nerven gegangen. Ich glaube, ich werde das da hergeben. Ja. Und ich glaube, ich muss mir sehr, sehr viel craften. Oh, warte, das machen wir doch gleich mal. Weiß zwar nicht, was das ist, aber ich habe es jetzt gesehen und ich mache das jetzt. 105, 105. Ich habe eh genug Sachen hier. Vernichtungsüberkipper. Okay. Die Herrschaftsspritze. Da steht jetzt überall im Inventar 0. Obwohl es gar nicht stimmt. Okay, ich habe zwei Makaroni-Bilder noch. Okay, der stellt wieder die Gesundheit her. Wie viel haben wir von den 22 jetzt? Kleine. Was ich blöd finde, ist, dass man nur eine mittlere Menge Gesundheit herstellen kann beim Craften. Und nicht mehr... dass man wirklich voll heilen kann oder viel heilen kann. Oh, Moment, warte.
Lenk die Kräfte deines Teams durch alternative Universen und dann wieder zurück, sodass der Gegner interdimensionale Schmerzen zu spielen bekommt. Gut, ja, nehmen wir doch. Da haben wir mehr Gesundheitswiederherstellung. Hoppla. Da kommt die bonusverbündeten Gesundheit weg. Und da kommt was dazu. Das ist gut, das ist genau das, was ich habe. Nur mehr. Hey, was? Ach, das ist besser. Ich habe das quasi verbessert. Das ist natürlich cool. Kleiner Platz. Da ist nichts neu, oder? Nein. Habe ich da irgendwas für die Heilung? Ah, das ist Timmis. Aber da kriege ich wieder weniger Gesundheit. Das ist richtig scheiße. Minus 15% Gesundheit. Mehr Mumm. Weniger Muskeln, mehr Hirn. Nein, weniger Hirn. Oh, da verliere ich sogar. Ah, die Raisin Skirts, die gehen mir sowieso auf die Nerven. 0% plus 25, 0%. Da würde ich gar nichts verlieren und trotzdem die 25. Die merke ich mir mal ganz kurz. Das ist Taule. Gesundheit und Mumm gehen rauf. Dafür würde meine Sandfalle richtig wenig Schaden machen. Mein Heal dafür mehr. Ich glaube, ich nehme mal die Raisins DNA. Die klingt eigentlich recht gut, weil ich verliere nichts. Gut, wir müssen jetzt darüber, dass aber ich zuerst gehe nach Hause. Tina! Tina, es tut mir leid! Ich würde gerne nach Hause gehen. Hallo? Aber ich komme nicht nach Hause. Ei des ewigen Lebens Rezept. Hä, was? Moin, moin, wie ging das? So ging das, okay. Kann ich. Komme ich da nochmal hin? Nein? Hier was. So. Ei des ewigen Lebens. Gut. Wo gehört das hin? Ah ja. Das ist ein kleines Artefakt. Ah, da verliere ich. Plus 2, minus 18 Rückstoßkombi-Schaden. Da ist es eigentlich für. Welches war es? Das hier? Nein, okay, nein, das nehme ich nicht. Und hey, da oben könnte ich es doch auch benutzen. Da kriege ich auch wieder den Rückstoßkombi-Schaden wenig, aber Ultimativkraft Erholung. Nehmen wir mal das hier. Jetzt haben wir über 800 Macht. Du erinnerst mich an meine Schwester. Ich habe so einen Drang, dich zu beschützen. Ja, okay. Die stehen alle an, weil sie ihr Kinder abtreiben lassen wollen. Mann! Hey, weg da, Kinder. Wir haben viele Abtreibungen heute. Es ist Weihnachten. Wir brauchen dringend einen Arzt für seinen Arsch. Lass mich raten, weil sein Arsch ein Loch hat. Haha. Nein! Bitte, Sie müssen uns zuhören. Das hier sollte alles gar nicht passieren. Wir müssen ihn aufhalten. Und wir wissen wie. Mitch Connor? Der Wichser ist daran schuld, dass diese Stadt heute so ein Drecksloch ist. Wir können das wieder ändern. Bitte, untersuchen Sie nur seinen Arm. Ja, er ist tatsächlich gerissen. Können Sie es flicken? Ich habe ihn geschient und den Schließmuskel mit einer kleinen Schlinge entlastet. Ich habe ihn geschient Versuch's, und den Schließmuskel mit einer zurück. Kleinen Schlinge entlastet. Hä, was? Oh mein Gott, dieses Spiel, es ist einfach so buggy immer noch. Warum? Ich verstehe es nicht. Das ist wahrscheinlich nur bei mir. Du kriegst das hin! Okay, ich krieg das Heilige hin. Heilige Scheiße! Hä? Hä? Was? Lol. Hi. Mädchen, deine Freunde sind hier und sie wollen mit dir spielen.
Wir sollten froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde gefunden hat. Wir sind hier untergetaucht. Da machen neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. Hör auf mit dem Scheißzeug. Es verändert dich. Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheißdasein mit dir erträglich macht. Oh, hallo, mein Schatz. Ich hab dich gar nicht gesehen. Deine Freunde sind unten, Spätzchen. Los, geh spielen. Ja. The fuck? Was zur Hölle? Hol dich selbst ein. Offenbar bist du in einer alternativen Zeitlinie. Kunstraum unterstützt noch keine Aktivitätsfeeds aus mehreren Zeitströmen. Was zur Hölle? Heißt das, ich kann den ganzen Müll nochmal einsammeln? Genau, jetzt frisst du seine Brownies. Ich kann alles nochmal einfach. Aber ist das jetzt noch da? Ich hoffe. Gelockte Unordnung, Kostüme und der Seitenzopf. Super Streamer-Anzug, Handschuhe und die Mütze. Okay, cool. Wo ist es denn? Oh yeah, Super Streamer, Super Streamer. Auch wenn ich lange nicht mehr gestreamt habe. Tralala. Nein, ich finde die Hände ganz cool. Und der Seitenzopf. Und das Ding bei den Augen gehen wir weg. Wo ist mein Seitenzopf? Achso, wegen der Mütze sieht man es nicht. Moment. Geh weg mal die Mütze. Da sieht man jetzt den Zopf. Das sieht man halt gar nicht. Na bitte. Und dann. Boah. Ich krieg von diesen Augen so. Boah, Augenschmerzen. Der Wahnsinn. Alright. Oder soll ich mich so anziehen wie mein Ich? Weiß ich nicht. Ich lasse es mal so. So. Okay. Die Ogama Gamesphere lädt immer noch. So, du scheiß Fisch. Du scheiß Beden! Okay. Ich hoffe, es spinnt nicht wieder bei den Kämpfen. Es geht mir wirklich. Also, ich muss sagen, das trübt natürlich den Spielspaß. Die Heiden versuchen, Castel Cooper einzunehmen. Du musst kämpfen, Herr. Wir brauchen dich. Wer ist das? Hey, wir spielen hier nicht Superhelden, Hirni. Jetzt komm schon. Gib ihnen saures König. Hey, blöder König. Ich wollte eigentlich. Nimm das zurück. Du bist nur sauer, weil es stimmt. Was ich sagen wollte, es mindert natürlich sehr den Spielspaß, dass mein Spiel so richtig verbuggt ist. Ich weiß natürlich nicht, ob es bei anderen auch so ist. Ich weiß es wirklich nicht. Aus dem Weg, Leute! Wir müssen Cartman aufhalten, bevor er alles lostritt. Was wollt ihr denn? Wir spielen schon seit Tagen nicht mehr Superhelden. Ja, haut ab, ihr Blödiade! Kein Scheiß, ich bin's, Craig. Fick dich, ich bin Craig. Dafür ist keine Zeit. Aus dem Weg, wir müssen zu Cartman. Dann müsst ihr erst an uns vorbei und unserem König. Was? Oh nein. An unserem König kommt ihr nicht vorbei. Oh wow, bei dem Spiel habe ich das letzte Mal gar nicht mitgemacht. Nein. So, Moment. Passiere, glitsche. Wir werden glitschen. Kass, wir haben die Wunderarsch. Eine Zeitanomalie. Ihr braucht schon Physik. Okay, warte. Boah, ich liebe die Musik vom ersten Teil. Ich liebe die Musik einfach. Ich wünschte, sie hätten auch ein bisschen Musik. Okay. Ihr habt keine Chance. Superhelden sind sowas von letzter Sommer. Was? Wann war denn ein Fantasy-Franchise zuletzt Nummer 1 in den Kinocharts? Die Foren feuern dich bestimmt. Musik ist einfach so schön vom ersten, so cool vom ersten Teil. Du wirst mich hassen. Nein. Ich zerschmettere sie für dich, König. Ich bin dran. Wieso
seid ihr überhaupt hier gelandet? Und der Arsch hat super hart gefurzt und ein Loch in die Raumzeit gerissen. Wow, was Bescheuerteres ist euch nicht eingefallen? Hey, oh. Lasst ihn in Ruhe! Wow. Blitzfreak ist in den Startlöchern. Lass sie brennen. Lass sie brennen! Jawohl! Oh, Scheibenkleister, komm zurück, König! Des Königs stärkster Krieger wird mit diesen Spinnern fertig! Okay, wir siegen Kleid. Für den König! Für den König! Heil dem König! Ich nehm's mit dir auf! Ich! Kannst auf mich zählen! Diese Affen haben keine Chance gegen unsere Technologie! Warum seid ihr jetzt da? Ich verlasse mich auf dich. Kleid, du warst böse, weißt du noch? Du warst böse. Und so erwische ich euch alle. Ach so, wir sind alle voll geheilt wieder. Weg mit der Rüstung. Ah, ich werde hier eingekreist. Alter, du übertreibst brutal. Frissen und weg! Meine Batterien sind fast leer. Wir müssen uns bald besiegen. Okay. Super Tornado, Warnung! Warum war der da jetzt tot genagelt. Und da nicht? Und Todesschrauber! Ha! Ha! Nein! Ja. Los geht's, Neuer! Wir werden den mal heilen. Aber dass wir jetzt wieder bei alle komplett am Anfang sind. Gefährlich aus. What the fuck? Nein. Gott sei Dank! Gut, dass ich ihn geheilt habe. Ich hab mir ein bisschen Blut. Kann er da? Nein, kann er nicht. Scheiße. Da. Es ist Blut. Ja. Aber wenigstens ist er wieder geil. Angriffsmanöver eingeleitet. Ah, warte. Da kommt er nicht her. Scheiße, Mann. Da kommt er wieder nicht her. Mann, Token! Unsere Zukunfts-Ich sind echt zäh. Ja, wir sind nicht von Festtag. Dann mal los! So, auf ihn. Auf Gold! Token ist halt ein Tank. Du bist dran, Neuer. Okay, Mach da ein bisschen Schaden. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich mal die aufheben. Ich weiß es nicht. Gleich kommt der Schwarm! Ja, machen wir das hier. Ich glaube, die haben wir eh noch nicht gesehen. Okay, so großartig ist sie nicht. Okay, Token, du stehst perfekt. Super Tornado! Ich hol mal mein Werkzeug raus. Doppelschraube! Ach, jetzt hat er wieder ein Schild, willst du wieder verarschen. Zeig ihm, was du drauf hast! Okay, wir werden Token heilen.
Zeig ihm, wer der Boss ist! Verbrechen ist eine Krankheit und ich bin das Heilmittel! Wirklich, bist du das? Superdose aktivieren! Gib ihm! Super Tornado aktiv! So, jetzt ist Kleid weg. Jetzt kommt Craig. Das ist eine Aufgabe für den listigen Schurken des Königs. Allein wirst du nicht lange gegen uns alle durchhalten, Vergangenheit. Du bist töricht, wenn du das glaubst, Craig. Bunchen no Jutsu. Aha. Ist das dein Ernst? Das ist so lame. Ach, dann muss ich wohl gegen das Arschloch ran. Okay. Craig ist jetzt dran. Craig! Okay, ich bin dann das dritte Rad. Da kommt nämlich noch Kyle und Professor Chaos. Okay. Kriege ich hier irgendwo mehrere? Ja gut, da kriege ich alle. Sehr gut. Alle down. Geil. Wenn ich mich also selbst vermöble, wird das alles hier nie passieren? Okay, warte. 203, 270. Aber das hätte ich auch nehmen können. Ah, es sind alle da. Zweimal sogar. Das sind definitiv zu viele von uns. Ja, Krieg. Los geht's. Okay, Jimmy. Jetzt sieht es aus? Nein. Okay. Ich bin Warten dran. Wir. Nein. Du machst keine Doppelgänger. Eine Zeitanomalie. Jetzt setzt was. Fick dich. Es geht sie nicht aus, Mann. Hey, der Stab der Wahrheit ist übrigens nur ein blöder Stock. Nimm das zurück. Du bist nur sauer, weil es stimmt. Omega Crash Extra. Ah? Ja. Du bist nur sauer, weil es stimmt. Er ist nur ein blöder Star. Super Craig glaubt an dich, also glaub an ihn. Okay, ich versuch's. Oh, Trick und Craig. Jetzt aber schnell. Ah, da waren die zwei noch nicht zusammen. Ja, da waren die zwei noch nicht zusammen. Ah. Vielleicht erschüttert es ihn ja. Ganzes Kostüm, Super Craig? Wir hatten für dieses Spiel viel weniger Zeit. Ist das echt ein ganzes Kostüm? Oh, Scheiße! Tapfer gekämpft, Kamerad! Ich werde dich rächen! Ja, jetzt kommt der Kyle, dann kommt der Butters. Helft mir, diese Arschlöcher zu besiegen! Ah, nicht der Professor! Das ist ja dann der... Für den König! Ja, für den König! Du bist ein starker Gegner, vergangenes Ich, aber du wirst fallen! Selbst mit deinen Wachen schaffst du uns nicht! Wow, Vergangenheits-Kyle hat so ein cooles Kostüm! Was ist passiert? Hey! Stimmt ja, dann kommt ja der Ritter Battles. Angriff! Und der war auch einer der besten. Ein bisschen unangenehm ist mir das ja. Au, ouch. Zur Abwechslung bin ich mal nicht derjenige, dem schwummrig ist. Okay. Sehr gut, guter Arsch! Kann er dann heilen? Sollte man sich nicht daran erinnern, wenn man schon mal gegen sich gekämpft hat? Also ich erinnere mich schon daran. Ja, mach mal das. Ich meine... Mysterions Ulti brauche ich nicht. Selbst meine Zehen werden länger leben als er. darf ich darüber lachen, oder? Ich weiß es nicht. Hier kommt dein Tod. Okay... Warum geht das nicht? Ah, da geht nur das, okay. Boah, ich hab... Ich trainiere gelegentlich. Ich trainiere gelegentlich. Er ist so ein Biest. Go, gib ihm. Wir brauchen Kyle nicht. Sorry. Verzeih, mein König, ich habe versagt. Oh Mann, das packe ich schon. Ritter Butters! Wir kämpfen an deiner Seite, mein Herr! Oh, hey! Ah! Wir sind zurück! Knie nieder vor dem König! Oh nein! Shit! Vorwärts, König! Los, Wunderarsch! Das ist unser König! Aber ich blute noch. Kyle macht jetzt einen Hausbesuch. Ich blute noch. Okay, wir sollen den König besiegen.
Was ist das? Achso, ich erzürne, ja. Kyle schaut extrem niedergeschlagen aus. Wir werden dich einmal ganz kurz anhitten. Wir besiegen unseren König nicht! Haben sie uns dann doch überredet, Superhelden zu spielen, ha? Ja, und das haben wir jetzt davon. Ah, ja. Ah, Kyle blutet noch. Also los. Kann ich dann bitte mal aufhören zu bluten? Warte mal. Da kriege ich... Achso, das ist ein Fake Craig da. Machen wir mal so. Wir müssen den König... Zumindest sind wir zwei weg. Aua. Diese Kampfregeln sind äußerst unkonventionell. Naja, eure JRPG-Regeln sind einfach überholt. Ich werde dich rächen. Ich kann mich selbst rächen, danke. Ah, Diabetes, scheiße. Okay, da kommt er hin. Bam! Lass uns zu deiner Ehre kämpfen. Nein, du hast da kein Scheißschild drauf, Kleid. Vielleicht nächstes Mal. Bereit, Gas zu geben. Damit würde mein Keil ziemlich schwächen und die wegkriegen. Oder wir schwächen Craig. Ich weiß es gerade nicht. Kleid. Butters wird heilen. Butters wird sicher heilen. Wie weit aus der Zukunft kommt ihr? Oh, viele, viele Tage. Ich überlege gerade. Das von der Wendy. Geht das über das ganze Feld? Ich glaube schon. Aber ich werde trotzdem mal das hier machen. Das schwäche ich nämlich gleichzeitig den König und den Craig. Auch wenn der Butters ihn sicher heilen wird. Jetzt brennt ihr nämlich auch, ihr Wichser. Also, nein, wir bluten ja. Hoppla, sorry. Ich bin mehr Heiler als Kämpfer, Leute. Obwohl ich beides kann. Mikroaggression. Schlag ihn. Schlag ihn, jawohl. Ey, warum konnte ich das eigentlich nicht, als ich hier war in der Phase? Oh, Jimmy ist fast tot. Er brennt. Ich brenne. Hater. Ich darf mit ihr auch nicht zu weit vorgehen. Hier. Aha. Nutze deinen Zorn, Captain Diabetes. Er brennt und er ist tot. Und die zwei sollten jetzt weg sein. Schön, mit dir zusammen zu arbeiten. Okay, ich muss heilen. Jawohl. Dankeschön. Unsere Laseraugen. Werden die irgendwie mit Bioenergie betrieben? Oder? Schnauze jetzt. Oh. Ignorier die Hater. Oh, jetzt blute ich wieder. Es ist kampfbereit. Okay, warte, wirklich. Wir hauen mal die da down. Nimm das! Boom! Ja! Jawohl. Bereit, Feinde, in Machtgeschwindigkeit fertig zu machen. Ja, so ein Schild, ich hasse es. Vorsicht, König! Okay, Schutz ist durchbrochen. Nein, er killt mich! Unser Arsch sieht tot aus. Zeigen wir es den Scheiß-Trollen! Scheiße, er hat mich gekillt!
Das hab ich mir noch nicht gemacht, lol. Ja, warte mal. Du bist wieder online! Ich darf nicht sterben! Das packst du schon! Sollen wir Jimmy heilen? Ah, Moment. Was wollte ich machen? Ja. Nein. Doch. Was? Warte mal kurz. Für mich ist es so spät, früheres Ich, aber du kannst dir das alles ersparen, wenn du eine Freunde suchst, die nicht scheiße sind. 20. Dann kommt die Classy. Macht auch nicht wirklich viel Schaden. Nein, ich heile lieber. Moment. So. Und zwar die Wendy. Das wird wieder eine lange Episode, meine Freunde. Ja, naja. Du kannst ganz schön einstecken, Diabetes. Schön, dass du es bemerkt hast. Los! Ja! Zeig keine Schwäche! Der Keil muss weg! Diabetes Teil! Keil, du musst weg, Mick, du gehst mir am Arsch. Du gehst mir richtig auf die Nerven. Nimm das! Du bist so, als hätte das richtig wehgetan. Mit seinem Blutend. Justin, danke! Na dann, Hals- und Beinbruch. Er muss weg. Er muss einfach weg. Oder ich mach das. Nein, er muss weg. Er muss weg! Wir sind gar nicht so blöd. Sterben wir jetzt? Ich hoffe nicht. Wir sind schon wieder tot. Er brennt. Hat hier jemand Call Girl gerufen? Nein, nicht das Maximale, das Normale. Lock dich wieder ein! Jimmy ist auch fast down. Ich müsste mich aber auch reinigen, halt verhindern oder einen selbstverstärkten Angriff. Ich muss mich selber auch heilen. Wer kommt denn da zuerst dran? Da kommt Jimmy dran, da kommt... Okay, ich heile mal Jimmy. Bin ich schon dran? Okay, ich kann wieder einen Zeitfurz machen. Also ich kann eine Attacke. Nein, Kyle, nein, ich habe keinen Bock auf deine Blutpfeile. Ein Zug weniger für die Bösen. Dann mal los. Verpiss dich. Verpiss dich. Unsere Überlebenschance beträgt 90,6%. Und ab die Post. Das kommt immer näher, der macht irgendwas. Der wird irgendwas tun. Wieso gebe ich mich überhaupt mit euch ab? Ich muss heilen. Das sollte helfen. So machen wir das im Mittelalter. Scheiße gelaufen, Neuer. Oh gut, wir leben alle noch. Ich kann jederzeit ein paar Internetkonten hochjagen. Oh yeah, oh yeah.
Mach das mal, meine Liebe. Hey, endlich darf ich Stab der Wahrheit spielen. Aua. Oh, rein, Neuer. Jetzt kann ich heilen. Jetzt kann ich euch alle heilen, aus dem Diabetes. Aber der hat eh genug Life. Viel besser, danke. Captain Diabetes, fürchtet nichts. Fürchtest du nichts? Nichts? Was ist mit Butters? Butters schaut ein bisschen sehr kacke aus. Okay, warte, ich werde den Kleider mal weghauen. Ja, tut mir leid, altes Ich. Mal sehen, wer zuletzt lacht. Weg mit Butters, damit er nicht heilen kann. Sonst was. Jetzt gibt's nur einen König. Mich. Aber du wirst uns nicht töten. Niemals. Boom. Das steckst du weg. Das steckst du weg. Das steckst du weg. Alright. Okay. Call Girl ist kein Passwort zu komplex. Das wird ganz bestimmt nicht sein Tag. Oh nein. Wir werden dich heilen. Diabetes mischt wieder mit. Captain Diabetes ist einfach genial. Captain Diabetes macht die Fieslinge zu Hackfleisch. Diabetes ist einfach das Publikum awesome. Betoben. Er ist einfach awesome. Kann ich nicht helfen? Ah, okay. Jawohl, geschafft. Sieg. Wir haben es geschafft. Was ist los, Kyle? Okay. Sie haben den König besiegt. Rückzug! Oh, scheiße, der König wurde besiegt. Scheiße, ich bin weg hier. Oh, Scheibenkleister! Was sind wir dann? Die Intruders mit dem Drachen? Ein Elfenrelikt. Okay, und 9 Dollar. Halt, hier könnt ihr nicht durch. Das ist Lava. Wir haben keine Zeit für den Scheiß. Oh Gott, wie macht er das? Macht ihr Witze? Es gibt doch Regeln. Jesus, habt ihr das gesehen? Hey Kinder, Eric ist in seinem Zimmer. Oh oh. Leute, ich bin wegen euch in der Zeit zurückgereist. Wir müssen eine Katze finden, um... Halt, wieso spielt der schon Superhelden? Wir wissen, was du vorhast, Fettarsch! Mysterion? Du bist doch ein Freedom Pearl. Wir sind alle Freedom Pearls. Wir sind aus der Zukunft, du Arschloch. Nein, ich bin aus der Zukunft. Ich bin hier, um euch zu holen. Keine Spielchen mehr. Wir wissen alles. Zeig deine linke Hand her. Meine linke Hand? Zeig uns deine linke Hand! Hallo, Freedom Pearls. Zeitreisen. Lästiger Scheiß. Connor, was zur Hölle machst du hier? Ich wollte den neuen benutzen, um zu bekommen, was ich immer wollte. Aber ein paar Penner sind anscheinend durch die Zeit gereist, um mich aufzuhalten. Cartman, ich schwöre dir, wenn du mit dem Scheiß nicht aufhörst... Macht aber nichts, denn ich weiß noch immer was, das ihr nicht wisst. Und zwar? Wie man mit einem Schlag in den Solarplexus einen Superforce auslöst. Herr! Nein, Connor! Oh. Nein, 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 nein. Zurück durch die Zeit. Nein. Zu schwach. Nicht schwach, es ist cool. Nicht zurück. Oh nein. Nein. Oh Gott. Alles ist schwarz. Wir sind in einem schwarzen Loch. Oh nein, es ist nur der Ladebildschirm. Hä? Wo sind wir jetzt, Connor? In der Zeit, in der ein Superheld geboren wurde. Oh nein! Kennst du diesen Ort, Neuer? Ein kleines Kind, das im Bett liegt und nicht schlafen kann. Was wollen die hier? Neuer? Das ist jene Nacht, in der dein Dad deine Mom fickte. Du gingst zum Spiegel. Tu ihn das nicht an. Das wollte er doch immer. Seine Vergangenheit umschreiben. Oh. Du hörtest deine Mom schreien und gingst auf den Flur. Halt hier! Du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Klar kannst du das. Sieh nach. Oh mein Gott. Are you fucking kidding me? Wirklich? Ai. Okay, wir haben so ein Elfending. Was haben wir da? Mehr Ultimativkrafterholung, mehr Rückstoß, weniger Status-Effekt-Schaden.
Ah, ist das bei dem besser? Ja. Nein. Hä, was hatte ich da? Statuseffekt-Schaden. Statuseffekt-Schaden ist eigentlich nicht schlecht. Oh, ich glaube, ich mach's lieber so. Eieiei. Scheiße. Jetzt sind wir da, wo alles angefangen hat. Alles angefangen. Ha, siehst du, Connor? Er möchte nicht in der Vergangenheit leben. Irgendwann, gib danach. Geh raus. Hier. Fick dich. Na schön, ich habe alle Zeit der Welt in der Vergangenheit. Ich will nicht das hinter ihm schlagen, sondern Cartman. Fick dich. Er lächelt. Cartman lächelt. Ja, verstehst du jetzt, Neuer? Ich gebe dir eine neue Chance. Was wirst du tun, Neuer? Gegen die Bösen kämpfen oder gegen dich selbst, um nie sehen zu müssen, was im Zimmer deiner Eltern passiert? Die Bösen? Hey Mann, wir sind nur Follower. Was? Hä? Du bist doch dieses Kind mit einer Fantastillion Follower, oder? Wir dachten, wenn du uns addest, dann würden wir vielleicht Freunde finden. Weil wir haben eigentlich keine Follower. Oh. Kannst du uns bitte adden? Oh Mann, oh Mann. Unser Moment ist endlich gekommen! Oh, okay. Yay! Ist das geil? Oh Mann, ich bin... James, Percy und Jesse. Wir haben es geschafft. Ich bin so glücklich. Oh, ist das süß. Hey, du. Ups, ich kann mich gar nicht selber hauen. Okay, kann ich hier irgendwas... Nein, ich muss durch diese Tür. Oh, hey, mein Schatz. Alles okay? Geh wieder ins Bett, Schätzchen. Daddy und ich sind beschäftigt, okay? Geschafft. Du hast deinen Dad aufgehalten und deine Mom gerettet, Neuer. Haha, genau. Und jetzt ist niemand mehr da, um mich aufzuhalten. Auf in eine andere Zeit. Nein, Connor. Wer bist du? Ich bin Kuhn. Das ist ihr Kind aus der Zukunft. Unser Kind aus der Zukunft? Oh Gott, ich hab gewusst, dass sowas passiert. Unser Kind weiß, dass wir gelogen haben und will eine Erklärung. Aha. Du hast recht. Wir waren unehrlich. Aber nur, weil wir dich beschützen wollten. Die Wahrheit ist, deine Mom und ich haben gewisse Fähigkeiten. Kräfte, die normale Menschen nicht haben. Ich habe meine entdeckt, als ich noch jung war. Ich habe eines Tages ein Facebook-Profil angelegt und ein paar Stunden später hatte ich über 3 Millionen Follower. Meine Kräfte sind ähnlich, aber sie funktionieren nur bei Instagram. Ich hatte 4 Millionen Follower, als ich mein erstes Bild gepostet hatte. Natürlich bleiben solche Kräfte nicht lange unentdeckt. Kurz darauf wurden deine Mutter und ich von der Regierung entführt. Dann haben Wissenschaftler monatelang an uns herum experimentiert, um herauszufinden, wie wir so schnell so viele Follower bekommen konnten. Da haben dein Dad und ich uns kennengelernt und verliebt. In einem kalten, feuchten Regierungslabor. Oh. Ja, am Tag führten sie Experimente durch. Der Penis. Und in der Nacht liebten wir uns. Der Penis! So vereinten sich ihre Kräfte mit meinen. Und du hattest direkt nach deiner Geburt schon 10 Millionen Follower. Und als sie kurz darauf die Nabelschnur durchtrennten, warst du schon mächtiger als die gesamte Kardashian-Familie. Deshalb mussten wir fliehen, weil wir wussten, die Regierung würde dich für schreckliche Dinge missbrauchen. Seitdem sind wir auf der Flucht, ziehen von Stadt zu Stadt und versuchen, ihnen immer einen Schritt voraus zu sein. Aber egal, wohin wir gehen, es hört nicht auf. Du sammelst automatisch Follower. Manchmal brechen sie sogar in unser Haus ein und benutzen unsere Toilette, um dir nahe zu sein. Deshalb haben wir Medizin in dein Essen getan, Spatz. Um deine Kräfte im Zaum zu halten. Aber es hat nicht funktioniert. Eine Nebenwirkung der Medizin ist, dass deine Fürze unglaublich mächtig sind und fürchterlich stinken. Tut mir leid, Schatz. Oh Gott, ich bin so erleichtert, dass wir endlich die Wahrheit gesagt haben. Meine Mama auch, lebt Schatz, noch. Ich glaube, ich kann mit dem Trinken aufhören. Und ich muss meine Probleme nicht mehr in Haschkeksen ersticken. Ach, Liebling, ich habe das Gefühl, unsere Zukunft wird jetzt ganz anders werden. Ich glaube an uns. Oh Gott, Katz. Wie geht es dir, Spätzchen? Jetzt, wo du die Wahrheit kennst, meinst du, dass du endlich auch an dich glauben kannst? Ja, Mutter, ich kann. Ich springe durch die Zeit. Oh, ich hoffe, meine Eltern leben dann noch. Eigentlich ist das voll... Jetzt bin ich voll traurig.
Ich drücke um zu glauben. Weiß nicht, muss ich es drücken, auf der drücken. Hoppla. Wir sind wieder mitten in South Park. Aber wo sind die anderen? Und noch wichtiger, in welcher Zeit sind wir gelandet? Das ist eine gute Frage. Okay, dann legen wir mal los. Arschloch, da! Heute ist ein großer Tag für South Park. Die Stadt war echt lange Kacke. Aber endlich wird Mitch Connor als Bürgermeister vereidigt. Es ist mir eine Ehre. Oh. Begrüßen Sie mit mir Mitch Connor. Ein Mann mit richtigen Eiern, der die Scheiße endlich mal anpackt. Hä? Du hast es geschafft. Heute ist die Vereidigung. Wir können Mitch Connor immer noch aufhalten. Sehen wir es durch. Achso, der doppelte Kuhn ist das dann da. Da lang. Ich überlege gerade, 45 Minuten geht der Part jetzt schon. Oh, ich habe vergessen, meine Cam anzuschalten. Sorry. Ich weiß noch nicht, wie lang es weitergeht. Ah, wurscht. Wisst ihr was? Wurscht. Wir ziehen das jetzt durch, egal wie lang es dauert. Ich glaube, wir sind jetzt... Diesmal glaube ich wirklich, dass wir am Ende sind. Komm, wir sammeln hier noch fröhlich Geld ein. So, zack. Zack. Schnell! Wir können den Wichser noch aufhalten. Da ist er! Leute, ihr lebt noch? Oh Gott sei Dank. Mitch Connor wird gleich vereidigt. Kommt, wir müssen ihn aufhalten. Du gehst nirgendwo hin, du Dreckskerl. Gib endlich zu, dass du dahinter steckst. Ich bin nicht auf Mitch Connors Seite, Leute. Hör auf! Du bist Mitch Connor! Gib's zu, Cartman! Nein, bin ich nicht. Gib's zu! Nein, Kyle, ich hab keine Kontrolle über Mitch Connor. Du bist Mitch Connor, du warst immer Mitch Connor und du hörst jetzt sofort mit dieser Scheiße auf! Und wie erklärst du dann das, Kyle? Was? Sieh an, die Sache wird langsam interessant. Das ist nicht lustig, Kyle. Das bin ich nicht. Alter, fick dich. Was ist los, Kuhn? Kein glückliches Händchen? Kyle, lass den Scheiß. Wieso bist du sauer? Weil er uns was vorspielt, deswegen. Das ist überhaupt nicht wahr. Ach, bitte. Das ist deine scheiß Hand, Arschloch. Hör auf, mich zu trollen. Inwiefern trollt er dich? Er will mir eine Lektion erteilen, dass man Freunde nicht verarscht. Halt! Du gibst also zu, dass du uns was vorgespielt hast? Der Arsch will mir anhängen, dass ich euch getrollt hab. Genau das habe ich gewollt. Die Kuhn-Freunde gehen sich an die Gurgel. Alter, verarscht du uns? Tja, vielleicht. Und vielleicht hat Cartman das gleiche Spiel getrieben. Gibst du es zu, Cartman? Seht ihr? Das ist doch der Beweis, oder? Ich habe keine Ahnung. Wie doch ein Hauch von Misstrauen ein Team auseinanderreißen kann. Na, Freedom Pals, wen greift ihr an? Mich oder den Kuhn? Hä, was? Was, was, was? Jetzt müssen wir auch noch gegen Kyle kämpfen? Hör auf, Kyle, der Scheiß ist nicht witzig. Alter, ich bin das nicht. Bullshit. Was ist, Kuhn? Freust du dich nicht, mich zu sehen? Fick dich, Kyle. Okay, er macht... Ja. Au. Dieser Lauf der Ereignisse hat sogar mein Superhirn verwirrt. Neue Regel, wenn ich Schaden nehme, kriegt den der Kuhn. Was? Au, fuck. Ey, ich kann nicht... Statuseffekte auch. Was, was soll der Scheiß? Mitch, hör auf, das ist grausam. Sorry, Human Kite, so sind die Regeln. Du mieses Schwein. Ich bin drin, okay. Nein. Nein. Du bist nicht dran. Ja, aber soll ich jetzt ihnen... Ja, gut, der Kuhn greift unabhängig von mir an. Wie ein Witz. Gut gemacht, Freedom Pal. Wolltest du Kuhn treffen? Kein Problem. Hab ich doch. Kyle, das ist super schräg. Jetzt bist du dran, Arschlord. Wer soll's sein? Ich oder der Kuhn? Ich will Kyle nicht töten. Ach, komm her, Kuhn. Nein, verdammt, auf Mitch Connor. Na, wen greifst du an, Freedom Pal? Müssen wir das jetzt wirklich tun, Kyle? Ich bin das nicht! Lächeln! Au. Tut mir leid, Kyle, aber das ist deine Schuld. Ich glaube, du wolltest den Kuhn treffen. So ein Bullshit, Mann! Also den ganzen... Er kriegt eigentlich dran, wirklich den ganzen Schaden. Das ist voll die üble Zwickmühle. Er kriegt eigentlich den ganzen Schaden. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Jetzt wird er sich selber killen. Genau wie du. Ja. Genau. Nein, er lebt noch. Da kommt was, Kuhn. Hey, du Dreckskerl. Ja. Mitch ist der Beste. Fuck, Leute. Das ist unfair. Genau. Sieh an, so sehen wir uns wieder. Mitch aus dem alternativen Universum. Oh Gott, verfick nochmal. Bitte, was? Kalt!
Okay, die Mitch Connors bekämpfen sich gegenseitig, oder was? Sieht aus, als hättest du versagt. Hier drüben. Gegen welche Faust kämpfen wir? Die töten sich ja eigentlich gegenseitig. Warte mal, alternatives Universum? Warte mal. Das heißt, er ist jetzt der Gegenwarts-Connor und das ist der Zukunfts-Connor. Ich weiß nicht, Mann! Nichts für ungut, Kuhn. Scheiße, du zu sein, denn ich war hier drüben. Das ist nicht zu fassen! Aha, okay, er greift uns doch an. So, ich hau euch mal beide. Boom! Mal schauen, was passiert. Das reicht nicht, um mich auszuschalten, Freedom Bells. Daneben! Ich war die ganze Zeit da drüben. Du wurdest trotzdem getroffen. Er wurde trotzdem getroffen. Nein. Ich will den Keil nicht treffen. Scheiße. Aber ich glaube, ich muss, oder? Jetzt zufrieden, Eric? Ich glaube, ich muss. Wiederholung daneben. Ja. Jetzt ist Keil tot. Du glaubst, du kannst antanzen und einfach Regeln erfinden, du Betrüger? Gut, ohne Schaden zum Lenkung. Hör mit dem Scheiß auf, Keil. Nimm einfach die Hand runter. Der echte Mitch Connor ist unbesiegbar. Witzig, das wollte ich gerade zu dir sagen. Dann komm, du Blender. Ja, nein, vielleicht, ich weiß nicht. Oh yeah! Captain Diabetes, los! Ja, dein Schmerz bereitet mir keine Freude, Kuhn. Nee, das zählt nicht. Und du brennst jetzt. Ey, wie unfair. Bist du eigentlich? Mit dem falschen Spiel auf, Humankind. Ich kann nichts dafür. Mitch macht das alles. Ja, brenne. Blitzfreak, zischt los. Warte mal kurz. Heilung, nein. Vollkommen 3 Sekunden. Das Geld zurück. Ja, ich verdrückt. Ja. Ich wollte nur was gucken. Danke. Okay, um eine ultimative Kraft brauchen wir gerade nicht. Wie schauen wir mit Leben aus? Komm, ich erwische beide. Darauf trinke ich. Trink darauf, ja. Das hat nicht gezählt. Und ja, Super Eagle obendrauf. Ich kann einen Flashmob herbeitweeten. Achtung! Go, tu es. Tu es, bitte. Come on. Yeah. Ja, zeig uns die Gefahren der sozialen Medien. Alter, Timmy, was ist los mit dir? So einfach geht das nicht, Freedom Pals. Langsam wird's total behindert. Find ich auch. Die einzige Art, das zu beenden, ist, beide zu besiegen. Ja. Hä? Moment, was? Moment, Moment. Du hast gesagt, nicht schummeln, los. Okay? Aus dem Weg, Kuhn-Freunde, Daddy. Nein, da. Ich schummel nicht. Ich hab einen Zauberfurz. Den Zug hattest du eh nicht verdient. Ich hab einen Zauberfurz. Alright. Bam! Die Schurken prallen einfach an dir ab. Mitch, nicht! Nein, wie kannst du nur, Keil? Beeilen wir uns. Okay. Unsichtbare sterben nicht. Okay, einer ist down. Du bist nicht mal gut genug, um ein Fake zu sein. Cartman, das ist deine Schuld. Hashtag ich darf. Ja, perfekt, nicht bewegen. Jawohl, Wendy. Wie bitte? War ein Jurassic Park Zitat. Was hat er gesagt?
Aua. Leute, ich weiß nicht, wem ich hier noch glauben kann. Okay. Nein, einfach um! Jawollo! Durch den Darm der Zeit! Her damit! Oh, Alter, es reicht jetzt! Hör endlich auf damit, Kyle! Hör du damit auf! Fettarsch! Sag ihnen endlich, dass du mich nur verarscht hast, sonst hören die nie auf, uns zu verdreschen! Alter, Kyle, wenn du uns nur verarschst, dann sag's bitte jetzt! Langsam blickt keiner mehr durch! Wenn ich euch verarschen würde, dann eher genauso. Na gut, vielleicht gebe ich's ja zu. Ich gebe zu, dass ich euch verarscht habe. Aber nur, wenn Kyle es zuerst zugibt. Ich gebe überhaupt nichts zu, bevor er nichts zugibt. Du zuerst. Na gut. Okay, wir geben's beide gleichzeitig zu, okay? Auf drei sagen wir beide, ich hab euch verarscht. Okay? Na gut. Okay, gut. Eins, zwei, drei. Ich hab euch verarscht. Hereingelegt. Du Arschloch! Und schon oh mein Gott! Eine schöne Stadt, eine saublöde Schlampe als Bürgermeisterin, die nie das Verbrechen bekämpft hat. Und jetzt wird Mitch Connor. Okay, okay, genug gequatscht. Macht mich endlich zum Bürgermeister. Das ist Mitch Connor. Los, Beeilung, vereidigt mich. Okay, um mit der Amtseinführung zu beginnen, würden Sie bitte Ihre rechte Hand heben, Mr. Connor. Ich schwöre feierlich. Kuhn, du Arsch! Nein! Was ist hier los? Machen Sie mich zum Bürgermeister! Alle mal herhören! Das ist alles nur ein Trick, um das Verbrechen anzukurbeln! Damit das Kuhn-Franchise erfolgreicher wird als das Freedom Pals-Franchise! Man hat Katzenpisse in die Drogen und den Alkohol gemischt, damit es mehr Verbrechen gibt, die Kuhn bekämpfen kann! Das war alles der Plan von diesem Wichser! Mitch Connor reitet auf einem fetten Waschbären? Nein, kapiert ihr es nicht? Er ist an allem schuld. Los, zeig ihnen das Selfie, das du gemacht hast. Oh yeah, ich habe das Selfie. Moment. Was? Finde das Selfie. Gut, lade es mir hoch, dann stelle ich es auf Connors Instagram-Account, damit es alle sehen können. Okay. Ah, jetzt hochladen. Was? Hey, Mitch Connors Plan? Hey, das stimmt wirklich. Du meinst, er hat Gift in unseren Wein und unser Kokain getan? Warum? Ja, warum? Ich sag euch warum. Weil der Neue nicht der Einzige mit einem gefickten Elternteil ist. Mein Dad wurde gefickt, als ich 9 war. Was? Oh nein. Die Leute auf diesem Podium wissen, wie das ist. Jetzt lass den Scheiß. Psst, ich will das hören. Ich werde meinen Vater rächen. Und wenn alle anderen dafür sterben müssen. Mitch, es ist vorbei. Was machst du denn hier? Ich bin schon die ganze Zeit da. Du bist nicht schuld, Sohn. Ich bin schuld. Was soll das heißen? Ich war es, Mitch. Ich habe deinen Dad gefickt. Wow. Was? Du hast meinen Dad gefickt? Warum? Ich habe das für uns getan. Du solltest eine Zukunft haben. All die Jahre. Jag ich die Person, die meinen Dad gefickt hat, und dann war es meine Mutter? Bleib ganz ruhig, Mitch. Fick dich, Kuhn. Du bist vielleicht cool, aber das ändert auch nichts. Wie war das, Mom? Hm? Hast du ihn dabei in die Augen gesehen, als du ihn gefickt hast? Mitch, das ist schon so lange her. Für mich nicht. Ich denke jeden Tag dran. Vergib ihr, Mitch. Bitte sag mir, dass ihr ihm das nicht abkauft. Dafür werde ich dich umbringen. Dann bring mich um, Mitch, bitte. Bring du mich um, ich kann nicht mehr. Ich bring dich um, du bringst mich um. Nein, dann bring ich um. What the fuck, Alter? So, zum Glück wird dieser Typ nicht Bürgermeister. Kommt mit, Leute! Wir besorgen uns in der Nachbarstadt saubere Drogen und Alkohol! Ja! Oh mein Gott. Das war's jetzt wirklich? Was? Oh mein Gott! Alter! Wisst ihr, die ganze Zeit habe ich mir gedacht, Ma! Es zieht sich einfach nur das Spiel. Und jetzt, der Part, der war ja wirklich cool. Das hat mir wirklich sehr gefallen. Das Ende war sehr abrupt. Gar nicht vergleichbar mit dem ersten Teil. Aber ich glaube nicht, dass das schon war. Auch wenn die Credits wie in der Serie so schnell rauf und runter, also runterfahren. Ja, man kann es überspringen. Gucken wir mal, ob da noch was kommt. Hehehehe
bist das Kitzelmonster. Nein, du bist das Kitzelmonster. Oh, hallo, Schatz. Warst du mit deinen Freunden spielen? Ist das nicht eine tolle Stadt? Ich finde es toll hier. Ich bin froh, dass wir damals reinen Tisch gemacht haben, was unser Kind angeht. Ich fühle mich, ich weiß nicht, als ob unser Leben jetzt irgendwie anders wäre. Ich liebe dich. Und ich liebe dich. Sag mal, würdest du uns einen Moment entschuldigen? Mami und Daddy müssen oben etwas erledigen, weißt du? Oh, du kleiner Schelm. Ah ja. Natürlich gehen wir gucken, oder? Dachtest du wirklich, du könntest verhindern, dass schlimme Dinge geschehen? Begreifst du nun endlich, dass das Chaos dich immer einholt? Du hast versucht, ein Held zu sein. Lass doch mal deine dunkle Seite raus. Es gibt nur eine Wahrheit in diesem Leben, weißt du? Ganz egal, wie sehr du versuchst, die Vergangenheit zu ändern. Dein Dad hat immer deine Mom gefickt. Lol. Okay. Ja. Okay. Chaos, was soll das dunkle Seite? Das lässt sehr auf einen dritten Teil schließen. Glaube ich, denke ich. Ich muss sagen, mir hat es am Anfang wirklich sehr, sehr gut gefallen, weil es einfach South Park war. Und auch wegen einem neuen Kampfsystem war auch mal was Neues. Fand ich auch sehr, sehr cool. Allerdings, ich meine, gut, bei mir hat sich sehr lange rausgezögert, weil ich Pausen dazwischen gemacht habe. Aber es, ich finde, ich habe es ja vorhin schon gesagt, es hat sich einfach gezogen. Es hat sich einfach gezogen an manchen Stellen, wo du dir gedacht hast, okay, ist es jetzt das Ende, ist es nicht das Ende? Es war nicht durchsichtig. Es war so, okay, das ist jetzt der Endboss, okay, nein, anscheinend ist es doch ganz anders und dies und das, bababa. Und jetzt kommt der nächste Endboss, das ist aber auch wieder nicht der Endboss, sondern nur ein Zwischenboss, dass du dir denkst, was, ich kenne mich nicht mehr aus. Gut, aber anscheinend war das ja gewollt, dass man sich nicht mehr auskennt. So jetzt mit Cartman und Kyle, Mitch Connors und dann die Mutter und... Ja. Geiles Spiel. Typisch South Park natürlich, obwohl ich sagen muss, dass ich ein paar Elemente sehr vermisst habe. Ich habe gehört, man kann die kanadische Mauer sehen. Irgendwo. Ich habe sie aber leider nicht entdeckt. Alle Follower habe ich auch nicht bekommen, weil ich glaube, da braucht man 20.000 oder $200.000 für den letzten Follower auf Instagram. Die Katzen habe ich jetzt auch nicht eingesammelt, weil ich nicht wirklich, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe nicht wirklich dran gedacht. Das DIYs mit den DIYs war cool. Die habe ich gerne eingesammelt. Die fand ich richtig schön gezeichnet. Und ja, ich muss aber sagen, mir gefällt der erste Teil wesentlich besser, weil die Musik hier ist gut, sie ist wirklich gut, aber ich finde es im ersten Teil einfach viel besser. Kampfsystem hat mir auch besser gefallen und allein die Kanaga-Sequenz im ersten Teil mit dem 8-Bit Gameboy-Spiel, wo man da rumlaufen konnte, ja, das war einfach geil. Das war einfach geil. Und da war die Geschichte halt, ja, es ging die ganze Zeit um den Stab der Wahrheit. Das konnte man nachvollziehen, dass man wusste, es ging um den Stab der Wahrheit. Wo ist er? Man muss ihn halt suchen. Und da ging es halt um die Katzen. Und eigentlich haben wir in Gerald nie, haben wir in Gerald irgendwo gesehen, weil ich habe die ganze Zeit solche Drogenfläschchen eingesammelt. Und er sollte irgendwie darüber Bescheid wissen, aber ich wusste nicht, wo er war. Ich habe ihn überhaupt nirgendwo gesehen. Ich glaube nicht, dass er aufgetaucht ist, oder? Oder ich habe es einfach vergessen. Wenn ihr wisst, wo er aufgetaucht ist, dann sagt es mir bitte mal in den Kommentaren. Weil ich habe diese Fläschchen eingesammelt und keine Ahnung eigentlich, was ich damit machen hätte sollen. Na gut. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitfiebern bei dieser gesamten Staffelserie. Ich weiß, die Folgen sind immer sehr lang geworden. Ich habe nämlich eigentlich nie was rausgeschnitten. Ich wollte das halt alles so mit aufnehmen. Und ja, wir sehen uns dann wie immer beim nächsten Projekt wieder. Ich habe da etwas
vor. Ich habe da schon etwas, was wir letztes Jahr schon gesehen haben, nur nicht eben dasselbe. Mehr sage ich dazu nicht. Und jetzt können wir uns... Kann man das... Hey, warte mal. Hey, blöder, suchst du noch... Lade dir mal Gefahrendeck. Okay. Wir sind anscheinend hier... fertig. Oder? Moment. Man kann wahrscheinlich jetzt noch die ganzen... Hey, Moment, hä? Man kann wahrscheinlich jetzt noch die ganzen... Ja. Man kann die ganzen Sidequests machen, das werden wir aber nicht mehr tun. Und ja, wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Kackt sauber. Macht's gut. Ciao.